Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion in Java für Asien TG. Ich werde mal heute über was ich Sinnvolles mit Variablen kann ausstellen, die Operationen, Rechnen, Expressionen, voilà. Voilà. Die ich habe ja vorhin schon gesehen, das gibt verschiedene Typen. Wir sprechen hauptsächlich nur von Basistypen. Das ist die Rechenoperation, die wir hier links drauf stehen haben. Ich dividiere ein bisschen nach meiner Oberfläche, wie das ich noch ein bisschen schaffen kann. Wer doch gesehen, müsste ein bisschen mehr lustig. Voilà. Fangen wir an. Die Operationen am Java sind da ganz, ganz partikulier. Wenn ich den Plus will, weil der Plus geht nur mit dem Int und mit dem Int zusammen. Da kann ich da ruhig ein Plus machen. D'accord? Was ist das Resultat davon? Aha. Ja. Das ist das, was ein bisschen kompliziert geht. Es geht auch ein Int. D'accord? Mhm. Das ist ein Ganzzahl, mit einer Ganzzahl additioniert wird ein Ganzzahl. Bei den anderen mathematischen Operationen, Plus, Minus, steht für den Multiplizieren und Division, sind selber. Ja. D'accord? Die vier Grundrechenarten. Die vier Grundrechenarten. Ja. Das selbe geht auch beim Double. Ja, ich habe schon das selbe, ist schon ein Double, mit einem Double verschafft. D'accord? Das Resultat geht ein Double. D'accord? Und das sind die vier Grundoperationen. Der Plus, der Minus, der Multipliziert, also der G-Punkt und der Division. Okay. D'accord? Im Prinzip der Basis gleich ist mit Gleichem. Gleichem mit Gleichem. Ich kann nicht Typen mischen. Mhm. Wir werden noch gesehen, wie ihr das dann in der Hand habt, mit das aber ein absolut Regel. Ich kann sie nicht mischen. Eine kleine Trennung, das sind die, dass wir proper kriegen. Voilà. Okay. Es gibt noch eine Operation bei der kleinen Ganzzahlen aus dem Modulo. Schreiben die Schlüssel momentan hin, dass du den nicht vergisst. Prozent rechnen. Aber für dich will ich über Division schwätzen. Division aus kann ich verhindern oder ich vermengte kann. Ja. Kleine Beispiel. Da ist eine direkte Problematik hier. Fangen wir an. Ich meine, ein klassisches Beispiel. 7 geteilt durch 2. Schrägstrich. Mhm. Normalerweise Antwort? 3,5. Ja. Okay. 3,5. Wenn ich aber die Regeln hier rüber gucke, da steht Int geteilt durch Int. 7 aus ein Ganzzahl, 2 aus ein Ganzzahl. Kriege ich das Resultat? 3,5 aus kein Ganzzahl. Funktioniert also nicht. Das geht auch nicht so. Geht nicht. Das Resultat aus, scheint den noch rot, gut abzupassen. Wie viel geht das? 3. Für was 3? Weil das eine Division entière. Und das ist kein Fehler. Ja. Das ist kein Fehler, das ist richtig. Das ist mathematisch definiert. Ich teile 7 durch 2, weil das mein Rest ohne Komma. Das ist das, wie wenn ich 3,5 schreibe und ich gebe Komma einfach weglassen. Mhm. Das ist Division entière. Okay. Tipptopp. Ja. Oder auch gesehen an der Primärschule wahrscheinlich verkehrst. Nicht der Kerl, vielleicht mal im Num, aber du aber der Prinzip aber kennen. Ja, denke, oder, aber der Num nicht hier. Oder am Blatt denke so gelehrt, wie ich eine Division am Blatt mache. Ja, sie haben aber Num nicht kann. Division hier, auf Französisch okay. Nicht. Aber sie haben eine Division gemacht am Blatt Papier, das ist nicht ziemlich sicher. Sicher. Auch halt noch. Auch halt noch. Ja. Das 7 geteilt durch 2, geht 3. Mhm. Wenn ich aber 3,5 will, geht es immer ein bisschen spät, wenn das lo ja. Liest. Mhm. Weil das dann ist der wichtigste Fehler, die gemacht wird. Mhm. 7 geteilt durch 2, das Chitri mengt 3,5, geht aber 3. Ich schaffe rechnen immer 3. Voilà. Egal was du musst. Das ist selbst wenn ich dann noch einmal 8,5 geteilt durch 1,5, da kenne ich ein ganz. Das funktioniert ganz normal. Ich meine, viele, die kann machen, als nicht, wenn ich 7 an 2 so schreibt. Ja, nur A geteilt durch B. Voilà, wenn das Variable sind, der Typ. Und T. Ja. D'accord? Das ist der Fehler. Mhm. Das gesehen wir. Mhm. Okay, gehen wir da weiter. Wir können aber den Modulo. Das ist wahrscheinlich von den schlimmsten, was ich dazu so in der Operation, weil es schwer ist. Oder besser gesagt, Leute mengen, die wäre schwer. Nein. Ich meine ein Beispiel rum. Ich meine, das geht besser mit einem Beispiel. Mhm. 7 Modulo, geht aus Prozent gemalt. Ja, nichts Prozent halt. Ne? Das ist kein Prozentrechnung. Nein. Das ist das Symbol, den sie erst gesagt haben. Nein, das geht gar nicht. Ja. Wie viel geht das? Wofür das ist der Rest der Division entière. Mhm. Die Stadt, was wir vier gerechnet haben, 7 geteilt durch 2 geht 3. Ja, 3, da fehlt ja noch am Schluss. Bleibt ja. Noch ein Rest. An der Primärschule Rest genannt. Ja. Aber hier bleibt 1. D'accord?
Ja, vor uns, wie kommt das Strupp? Wie kommt das Strupp? Weil du gedenkst mathematisch Formeln. Ich meine, just die Formel dann. Wie für den 1 zu kriegen, holen ich da 7, die erste 2, minus, ich meine, eine Klammer, dann kriege ich die erste 2 durch 2. Das ist die heutige Operation. Ja, da. Die steht da im Hai. Minus multipliziert mal den 2. Nicht kürzen. Also 3 mal 2. Ja? 3 mal 2 geht 6, das ist 7 minus 6. Das ist gleich 1. Geht 1. Und du hast also 1. Voilà. Die das ist recht. Ja. Voilà, das ist recht. Ich kann auch dann Kontrolle, das hat er noch in der Primärschule gelehrt. Ich kann auch, wenn ich eine Division gemacht habe, auch umgedreht probieren. Mhm. D'accord? Das geht doch. Das ist schon 9 verdammt. Das, was ich gemacht habe, das ist 7 geteilt durch 2 geht 3. Das ist 3 mal 2. D'accord? Mhm. Plus der Rest. Muss natürlich mit zurück. Muss Raum 7 gehen. Mhm. D'accord? Das ist mein Produkt. Mhm. Plus der Rest muss mein Initialzoll gehen. Okay, du willst zurück. Du willst zurück. Ist natürlich vorher für die Brauerstadt. Was Brauerstadt? Das könnte das Modul auch sein, Basisoperation der Informatik. D'accord? Wenn du das tun am Kopf behält, dann müsst du den Rest da hinkriegen. Ich lösche das heute. Ich brauche ein bisschen Platz für den Rest hinzukriegen. Oh, da geht du ein bisschen fort. Das ist nicht schlimm. Ich muss den nachher. Ups, so. Voilà. Machen wir heute an den Prozent. Voilà. Es gibt im Prinzip zwei Sachen, die ich gebraucht habe. Erstens, mal ein Beispiel, also mal 7% 2, wie viel geht das als Rest? 1 haben wir gerade. 1 hat man gerade gerechnet. 8% 2. Wie rechnen wir das? 8 geteilt durch 2. Geht 4. Geht up. 4 mal 2. Minus 8. 8 minus 8. 0. Rest 0. Rest 0. Tipptopp. Ganz einfach. Wenn ich nur gif 9 mache. Ja, rest ist remaint. Rest ist remaint. 10. Ja, rest 0. Fängt schon ein bisschen das Feeling zu kriegen. 0, 1. 0, 1. Test. Ungrot, keine Gent, Kreut, keine Schnull. Ah, perfekten Test. Sie wissen, ob ein Zuhörer gut oder ungrot ist. Voilà. Ja. Das ist schon der nächste Gebrauch. Du kannst schon wissen, gut, nicht gut. Mhm. Französisch. Das ist Englisch geht, ja. Père, ein Nombre Père et ein Nombre Tempère. Ja. Das ist mit dem odd Test. Odd und even auf Englisch, ja. Odd und even auf Englisch. Ja. Gut. Das ist nicht, dass ihr nicht vergesst, weil das könnt ihr immer. Ja. Mhm. Zweites Beispiel. Ich meine, den haben wir nicht bis zum Schluss, weil das ein kleines Hausaufgabe. 5%, 7% 5, pardon. Ja. Bei 7 geht das 5. Einmal. Geht einmal dran. Was bleibt rest? 2. Wenn du nicht wisst, genau was der Modul ist, schon nochmal ein Beispiel von Kanner. Ich habe schon 5 Autos und schon 2 Kanner. Mhm. Mein Auto sind aus Metall. Ja, wie viele Autos kriegt Kant? Die 2? Bei 2 Autos. Ja. Ach, wie viel braucht man noch an der Hand? 1. Ja, da kann man den Auto nicht schneiden gehen. Nein. Geht nicht. Das ist eine visuelle Sache. Okay. Ein anderes Beispiel. 10 Prozent 5. Ja, 0 rechts, pardon. Ups. Ups, hä? Für was? Weil 10 geht durch 5. 2 geht, ja. Und braucht keinen Rest, der den abgeht. Ja. Ja, geht ab. Geht ab. Ja. Das ist das Wort. Geht ab, seht ihr, ja. Das nennt ihn dann, den 5 was ein Diviseur von 10. Mhm. 5 was kein Diviseur von 7. Das ist dann also ein Gesetz, die du musst kennen, Diviseur de. Ja, ich sehe mich später ja, für Test. Und du hast, ob es recht null ist aus dem klassischen Test. Ja. Ja. Hausaufgabe oder ein bisschen Evaluierung. Was für ein Restwert da? Symmetrisch. Zum Beispiel bei dem heutigen ja, bei Prozent 5. Egal, was für ein Diviseur. Was sind Restwerte? Okay. Das ist eine kleine Aufgabe. Ja. Wenn man alles verstanden hat, geht er das hin. Sonst geht er eine kleine Schwierigkeit. Ja. Gut, auch vielleicht ein Harry-Gummibärchen als Belohnung. Du könnt noch etwas ganz schnell, ich erwähne das just nicht ganz viel darüber diskutiert. Wir haben über Operationen gesprochen. Wir haben die meisten Operationen schon annimmt. Das ist die Priorität von Operatoren. Vergesst nicht, ob Deutsch nennen wir Punkt vor Strich. Ja. Plus, minus sind mannerwertig wie den Mol an der Dividiert. Mhm. Und sonst rechnen wir von links noch jetzt. Ja. Und Klammer nicht vergessen. Klammer hat Priorität, aber zum Rest. Klammer sind wir. D'accord?
Ich denke immer daran, dass in der ganz normalen mathematischen Regeln sind heute noch immer gültig. D'accord? Ja, macht lieber ein Klammer zu viel, wenn zum Mann. Ja. Voilà. Abgepasst, Java hat kein Exponent. Ja. Ja, d'accord? Wenn ich Exponent brauche, dann muss ich eine spezielle mathematische Librarie holen, die heißt Mat. Die sehen wir mich spät. Ja. Die steht am Kur. Das ist ein am Kur. Voilà. Ja. Und das müssen sie überall zu finden. Das ist speziell im Librarien. Die behandeln wir dann nicht extra, weil das nicht nötig ist. Ja. D'accord? Und dann, da fehlt noch ein Operator. Tick, 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 tick. Und dann, das ist der Plus. Aber nicht der normale Plus, das ist der String Plus. Ja. Leider haben sie dasselbe Symbol geholt. Ein String geht so geschrieben. Hier ist ein Text, Gänsefüße zu. D'accord? Das ist ein String. Ein Text. Mhm. Kannst du mal schaffen. Wenn ich zwei Texte habe, und durch irgendeinen Grund, ich will jemanden nicht passen, dann meine ich ein Plus. Das nennen wir Konkatenation. Ja, für die Leute, die Excel oder weitergesehen haben, nennt das eine Funktion, die auch so heißt. Ja, Konkatenation. Das gehört genau dazu. Mhm. Leider ist das selbst das Symbol wie der normalen Additionsplus. Ja. Mit das eben, da muss man doch mal reagieren. D'accord? Okay. Also wie gesagt, was Stringvariable brauchst du nicht. Voilà. Ein anderes Beispiel. Haben wir zwei Texte einfach zu mir gepasht. Schon passen von der Schein. Von der Statur schreiben. A, B. Und dann mit wir den Plus. Kann ich auch ein 12 dahinter schreiben. Plus CD. Oder plus den Inhalt von einer plus ein Variable. Voilà. Ne? Das, wenn ich ein 12 dahinter schreibe, dann hält ein AB plus, wandelt das dann als die heute geht automatisch verstoppt als Text gewandelt und dann geht immer dem Rest gepasst. Ich kann aber auch, ganz richtig, Alex, auch ein Variable dahinter schreiben. War. Die heißt so. Ja. Plus und dann eventuell auch einen kleinen Text. Mhm. Alles was möglich. Alles was möglich. Das heißt, den Inhalt von der Variable geht geholt, geht verstoppt, umgewandelt als Text, aber mit dem Rest verbunden. Und oder? Rasch, ja, mit ganz kann ich um eine Variable den Tipps drin setzen. Also kann ich das? Ja. Und ich kann noch eine Methode wählen. Oder ich kann printen, was du hast. Oder ich kann printen. Get, nehmen. Eine Methode abrufen, die Resultate umgeht. Aufpassen, Klammer auf Klammer zu, weil das war gesehen. Ja. Weil das dann aus einer Methode abrufen. Ja. Hier habe ich schon direkt das String als Resultat. Mhm. Wer da war, nicht name, mehr Score zum Beispiel, erinnert ihr, ich habe so ein Klassik-Taschke geschrieben, da kriege ich einen 12. Die 12 wird dann automatisch umgewandelt ja. als Text und dann wird dem Rest gepasst. Die also uns relativ einfach macht, der Gimmien, ich da dort schreibe, da dort ein Teil kann. Und also nicht zwischen Gimmien, also ein 12 oder da wart von einer Variable oder einer Methode drin könnt. Voilà. Ja. Das ist ein Fall, wir erwähnen just das, wenn der Welt an so Sachen rechnen, der scheint nicht wahr, mir war plus 2 oder war minus 5, macht das von Schrift nicht, macht lieber Zwischenvariablen. Sobald es ein bisschen mehr kompliziert wird beim Rechnen, macht Zwischenvariablen. Oder wenn er wirklich muss, das man durch irgendeinen Grund Klammer setzen. Ja. Weil das, was an der Klammer steht, vielleicht analysiert wird, Resultat kommt, an die geht er weiter verschafft. Ja, das spezielle Fall, der stolpert dir von Enke drüber. Voilà. Ja. Da sind wir sicher, dass er dich schon Enke behandelt hat und dass er nicht Probleme kriegt. Voilà, ich meine, dass das... Okay, das kulturiert, meine ich, als Intro zu den Expressionen an den Operatoren. Merci für das Nullausstrahlen, bis nächstes Mal.